Ciao samen, my name is Sir Artlu. And this is... Inspector Bubble, merci veelmaal. Saluti, ich bin Super Magic's Dick Boy. Missy Artlu Bubble and the Dead Animal Gang. Es fehlt leider einer, aber der ist gefressen worden. The windmill, won't turn any longer, 'cause you will lie like a summer storm in the month of July. Also was wir machen, wir selber bezeichnen unseren Stil als Kitchen Folk. Also es hat eigentlich einen grossen Grund. Wir haben mehr oder weniger 90% der Songs entweder in der Küche oder im WC komponiert. Und wegen dem heisst der Stil ganz einfach Kitchen Folk. Und Folk, was für uns auch ziemlich folkig ist. Bitter, sweet, a hundred miles away from heaven. So take my will and even my shoes. Ich bin immer wieder gefragt, was machen wir genau? Wir wissen nicht so recht, was sagen. Also ein bisschen folky, ein bisschen rocky, ein bisschen blues ist immer, wir wissen es selber nicht so haargenau. Und darum haben wir gefunden, wir nennen es von jetzt einfach Kitchen Folk. My baby told me that she didn't like me at all. Nein, es ist einfach so, wir sind ständig am Schreiben. Und du kennst das, ja, schreibst etwas Neues, findest es super geil und findest, ja, das müssen wir unbedingt spielen am nächsten Gig. Und von dem her, ja, spielen wir zum Teil Songs, die ja, eineinhalb Monate alt sind, das schon, ja. Es ist einfach die Planung, dass wir im Februar eine Scheibe aufnehmen. Das ist sozusagen eine ganz spontane Scheibe schlussendlich. Ich meine, das ist ja anderthalb Jahre, also nicht einmal wird es uns dann geben. Und es wird einfach so richtig schlussendlich frisch aus der Leber kommen. Und das ist auch die Idee vom Album. Ich meine, dass wir wirklich schlussendlich so ein jugendliches Album rausbringen. Nicht nur mehr irgendwie von den Klängen, sondern mehr von der Art, wie wir es gemacht haben. Unser Ziel ist, dass wir irgendwo entweder nach Australien gehen oder auf Kalifornien, irgendwo, wo es im Winter, Sommer ist. Und schlussendlich die Songs können ja schlussendlich ein bisschen besser auf die Scheibe überbringen. Und wir hoffen, es kommt gut. Also, es ist noch ein bisschen weit entfernt, aber wir werden es schaffen, wir sind zuversichtlich. Auch zum Schreiben, wir werden sicher während dieser Zeit noch an den Songs arbeiten und noch Zeug verfeinern. Und dann ist es, glaube ich, schon gut, wenn man einfach weg ist von daheim. Dass, ja, du bist, glaube ich, einfach freier, können wir neue Sachen. Und nicht einfach wirklich fort und frei sein, vor allem um das geht es eigentlich schlussendlich. Ich würde meinen, wir freuen uns auf der Rock am Grill. Ein paar Würstchen bräteln. Ein gutes Steak. Ein gutes Steak, okay. Ja, dort Animal Gang, es muss genug Tierli ringsum haben, wir können bräten nach dem Konzert. Es wird lustig. Was meinst du, Super Magic Stick? Wir werden selbstverständlich unsere eigene Guys mitnehmen zum Bräteln. Sie heißt John Ulrich the Goat, oder? John Ulrich the Goat. Ah, ja, immer dabei, immer dabei. Amrisil kennt man ja fast überall. Bin ich noch nie gewesen, nein, aber ich habe gehört, dass es wunderschön ist. Ich glaube, der Eiffelturm ist, glaube ich, auch Amrisil, oder? Gut.